Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu einem kleinen Testvideo hier heute mit einem kleinen Spiel auf der Nintendo Switch, welches wir jetzt hier aktuell sehen. City Bus Driving Simulator nennt er sich, kostet regulär 11,99 €. Zum Release war das Ganze preisreduziert für 8,99 €. Und dementsprechend wollen wir uns das Ganze mal angucken. Passt ja natürlich hier perfekt zu uns. Und das letzte Spiel, was wir uns ja angeschaut haben, was ja für die Nintendo Switch rauskam, das war ja nun, okay. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was sind hier so 12 Euro? Können wir die jetzt einfach nehmen und auf die Straße schmeißen oder kann man damit tatsächlich ein bisschen Spaß haben? Dementsprechend, ja, geht's los, würde ich sagen. Gucken wir uns das Ganze dementsprechend mal an. Wir hören schon nichts. Es gibt kein wirkliches Hauptmenü, nichts. Wir starten hier gleich instant hier in das Spiel hinein. Da steht oben, My Vehicles Completed, New York Bus 35 von 60. Und sonst haben wir hier noch eine ganze, ganze Latte noch mehr zum Auswählen. Oben haben wir rechts unsere Credits, die wir hier verdient haben. Dann links und rechts und fahren. Und es gibt noch einen freien Erkundungsmodus. Sonst haben wir hier unten noch die grandiose Option, die wir jetzt hier haben. Nichts. Und dementsprechend war es das. Das ist das Menü, was wir jetzt hier aktuell haben. Von den Fahrzeugen her, muss ich ganz ehrlich sagen, sehen die eigentlich schon relativ in Ordnung aus. Ja? Also die können sich schon mehr als sehen lassen. Ne, den New Yorker Bus, hier haben wir nochmal so einen kleinen ausländischen Bus. Der Mercedes Sprinter haben wir hier. Das Ganze sieht ein bisschen aus, ja, es könnte ein Scania sein oder sowas. Eher so ein kleinerer Bus, ein amerikanischer Schulbus, ein britischer Bus. Dann haben wir nochmal einen längeren Scania, was auch immer. Neoplan könnte das hier echt durchgehen. Haben wir einen Gelenkbus, der Mercedes sehr ähnlich ausschaut. Ein Hammer in einer Limousinen-Variante. Dann haben wir hier scheinbar so einen Flughafen-Expressbus oder sowas. Und dann haben wir einen Müllwagen. Was passt nicht? Ja, das könnte man so in die Frage nehmen. Finde den Fehler. Und dementsprechend haben wir das Ganze jetzt hier auch mal abgearbeitet. Es ist eigentlich eine schöne große Auswahl, dass man hier so ein bisschen, ein bisschen fahren kann. Dementsprechend, was bietet das Spiel hier eigentlich insgesamt? Wir haben hier, wir sehen unten unter dem Bus immer eine Zahl, 5 von 5. Jeder Bus hat 5 Missionen, die wir hier abschießen müssen. Und ich habe jetzt insgesamt jetzt vielleicht eine Stunde, anderthalb Stunden jetzt gespielt. Und ihr seht, ich habe schon über die Hälfte auf jeden Fall schon durchgespielt. Ja, also das geht eigentlich relativ fix. Und daher auch der Preis 12 Euro, ob der denn halt wirklich gerechtfertigt ist. Es sind nicht mehr wirklich viele Fahrzeuge, die wir hier kaufen können. Auch habe ich mittlerweile ein bisschen Geld zusammengespart, dass man sich hier auch Fahrzeuge dementsprechend auch kaufen kann. Ja. Ja, sonst, was gibt es denn noch zu sagen? Ist das Spiel nicht so wie wir es jetzt kennen? Ja, es ist jetzt nicht einfach nur fahrende Linie, sondern hier geht es eher in dem Modus, ich zeige es euch am besten. Dann wisst ihr selber, was damit auf jeden Fall gemeint ist. Ihr seht, ich habe ja auch überall schon mittlerweile Gold geholt, ne, wenn schon, denn schon, dann wollen wir es auch richtig machen. Und es geht dann natürlich darum, einen Parcours zu meistern halt, ja. Also wir fahren jetzt, wie gesagt, keine Linie, sondern wir müssen hier einen Parcours abfahren. Bei diesem Bild sieht man hier relativ schön, dass das Ganze scheinbar ein Mobile-Spiel ist. Man muss dazu sagen, die Switch, die hat ja auch einen Touchscreen, ja. Also ihr könnt sie ja in der Hand nehmen, die Switch, und könnt natürlich da auch dementsprechend halt auf die Tasten dann dementsprechend raufdrücken. Oder ihr packt natürlich die Joy-Cons einfach ran und dann spielt sich das Ganze natürlich noch ein bisschen angenehmer. Oder ihr macht das jetzt so wie wir jetzt aktuell, was ich sehr positiv finde, dass ihr das Ganze halt in der Dockingstation spielen könnt am großen Fernseher. Es gibt Spiele, die haben diese Funktion halt nicht, ja, weil sie halt wirklich dann nur auf dieses Touchpad ausgelegt sind. Muss man schon mal sagen, ist okay. Oben links sehen wir die Mission, wie viel Zeit und die Medaille, dass wir hier schon mittlerweile was erreicht haben. Darunter haben wir die Schadensanzeige. Wir haben oben rechts was mit der Kamera. Wir können die Kamera hier wechseln. Das funktioniert, indem wir das Steuerkreuz oben drücken. Ne? Also ja, hier sehen wir zum Beispiel auch, ne, dass das Ganze hier so ein bisschen, ja, im Innenraum spielt das hier keine große Rolle. Rechts haben wir natürlich den Gangschalter, vorwärts, rückwärts, Gasbremse und links und rechts. Was ich persönlich besser gefunden hätte, ist, wenn man das Ganze zum Beispiel in der Dockingstation spielt oder zumindest mit einem Controller spielt, ob nun Handheld oder halt, wie gesagt, jetzt am Fernseher, dass man diese Symbolik vielleicht dann ausschalten könnte. Dass es da irgendwie so einen Menüpunkt gibt, ja, dass man zum Beispiel das dann manuell einschaltet oder ausschaltet. Fände ich persönlich ein bisschen besser, weil das sind, diese Symbole sind einfach viel zu groß, nehmen einfach viel zu viel Spielraum weg, ja. Dass die jetzt wirklich für mich jetzt überhaupt nicht notwendig wären.
Sonst können wir uns hier umgucken mit dem rechten Stick. Ne? Das funktioniert ja auch. Wie gesagt, auch muss ich sagen, bin ich von der Optik ein bisschen positiv überrascht. Denn ja, ihr wisst ja so, Simulationsspiele auf Konsolen sind immer so eine Sache. Ja, die werden irgendwie nie perfekt umgesetzt, aber tatsächlich muss ich hier ganz ehrlich sagen, sieht das eigentlich gar nicht mal so hässlich aus. Ja, für 12 € Spiel, Simulation, was auch immer es sein möchte. So, wir sehen jetzt hier zum Beispiel auch so eine Marke, die wir jetzt hier zum Beispiel abfahren müssen. Das machen wir jetzt mal. So, jetzt müssen wir hier natürlich die perfekte Parklücke finden. So, wunderschön. Und damit haben wir die Mission abgeschlossen. Und so müsst ihr euch praktisch vorstellen, läuft es die ganze Zeit. Good job. Wir haben eine Tagezeit von 40 Sekunden. Bestzeit war 14 Sekunden, die ich jetzt hier gemacht hatte. Und meine aktuelle Zeit war jetzt 60,9. Also ich war sogar noch langsamer gewesen. Könnt natürlich das Ganze restarten, eine Mission auswählen oder einfach auf Next drücken. Jedes Mal bekommt ihr dafür, wenn ihr das geschafft habt, Credits und schließt natürlich die erste Aufgabe dementsprechend halt ab. So, dann wollen wir uns die zweite Mission mal angucken. Ampeln, da springen wir mal. Gerade der Anfang ist noch ein bisschen Tutorial-mäßig. Und damit haben wir auch diese Mission abgeschlossen. Und so spielt ihr euch praktisch so durch. Ja, es ist dann halt einfach. So funktioniert dieses ganze Spielprinzip hier. Und ihr seht, es wird halt immer herausfordernder. Die Fahrzeuge werden komplett anders. Also sie steuern sich auch anders dann halt. Mal ist der eine Bus. Mal ist der eine Bus ein bisschen länger, mal ist er kurzer, mal ist er langsam beim Rückwärtsfahren und so weiter und so fort. Also sie haben dann halt ihre eigenen Eigenschaften oder sowas, ja. So, das war ein bisschen knapp gerade, haben wir keinen Schaden genommen. Naja, hat er gepasst noch. 45 Sekunden, eine Minute Zeit hat noch. Tatsächlich würde ich sowas dann auch extrem gerne für OMSI zum Beispiel haben, ja, weil hier hast du nämlich zwei Faktoren. Der erste Faktor zum Beispiel ist, ach komm, die nächste Mission machst du. Ja, so dieses, du willst weitermachen und ach komm, diese eine Mission geht noch, ja, die dauert nicht mehr so lange und die machst du. Die andere Sache ist zum Beispiel, die diese Spiele halt teilweise dann immer ein bisschen spannender oder ein bisschen extremer machen, ist zum Beispiel natürlich seine eigene Zeit zu unterbieten. Oder du, ihr habt einen Kumpel oder sowas, der sagt, ah, gib her, ich bin besser als du. Und der schlägt eure Zeit und ihr versucht das dann immer und immer und immer wieder. Ja, da kommt dann so dieser Konflikt mit sich selbst hin, dass man das natürlich besser kann als der andere. Und dementsprechend sind diese Spiele im Allgemeinen echt nicht verkehrt, ja. So, jetzt müssen wir zum Beispiel rückwärts fahren. Jetzt haben wir hier den Rückwärtsgang rein und dann geht's erstmal rückwärts. Ja, das Ganze könnt ihr natürlich dann auch zum Beispiel fahren, während wir jetzt hier zum Beispiel drin sitzen. Ihr habt zum Beispiel oben, ja, seht ihr die Spiegel und da hat es schon geknallt, großartig. Aber sonst, ja, ist es leider extrem nicht gut zu benutzen. Also, boah, Alter, wie fährt er denn? Slowdown. Genau, Slowdown. Ja. So. Einfach durchgefahren, passt. Genau, und so arbeitet ihr das praktisch den Stück für Stück ab.
Können wir uns mal nochmal den Freifahrmodus hier angucken. Da wählt ihr euch jetzt zum Beispiel hier euer Fahrzeug aus. Nehmen wir jetzt hier zum Beispiel mal den Mercedes Sprinter und sagen jetzt hier einfach mal freie Fahrt. Dementsprechend könnt ihr das ganz normal dann einfach dann fahren, wie ihr möchtet. Ihr seht, es ist nichts vorhanden. Und könnt jetzt hier einfach rumcruisen, wie ihr wollt. Aber die Karte ist natürlich ja, relativ überschaubar. Ohne dass ihr da jetzt irgendwas machen müsst. Ihr könnt keine Fahrgäste aufnehmen oder sonst irgendwas. Ja. Wäre natürlich ein bisschen cool gewesen, wenn da zum Beispiel dieses. Also, dieses ansatzweise irgendwie so eine Tour hätte ich hier bauen können, dass man hier so tun kann, als ob halt, ne? Soundtechnik natürlich versagt das Spiel auf allen Längen. Ja, also, ich habe noch nie so schreckliche Busse gehört. Und die sich so anhören, holy shit. Da sollte unbedingt in die Werkstatt. Ja, aber sonst. Könnt ihr hier natürlich fahren. Müsst natürlich aber, glaube ich, 30 Missionen irgendwie freischalten, damit ihr diesen Modus halt wirklich benutzen könnt. Halt. Aber was der jetzt so groß für einen Sinn macht, das müsst ihr selber entscheiden. So, dann gehen wir mal zur Mission hin, die eventuell ja nochmal ein bisschen herausfordernder sind. Hier sehen wir zum Beispiel auch, ob in der rechten oder linken Hand, dass man hier Buttons. Oh, man kann. Sieht man die? Oh. Warte mal. Wie kriegen wir die aus? Also irgendwie kann ich jetzt hier gerade nichts machen. Ach so. Ah, okay, ich verstehe. Nee, man kann das echt nicht abschalten. Naja gut, okay, dann gehen wir mal jetzt in die Garage und springen wir zu dem Punkt, wo ich jetzt aktuell bin. Wenn ihr mal sehen könnt, dass die Missionen dann teilweise auch ein bisschen herausfordernder werden. So, das ist der nächste hier, mit dem wir fahren müssen, oder? Warte mal, wir nehmen den hier. Ah ja, genau. Ja, zum Beispiel haben wir nur Silber geschafft. Sonst habe ich halt überall Gold, da nur Silber. So, das können wir hier schon mal neu starten, weil er uns hier mitten drin stand. Und da war auch schon. Hat wunderbar funktioniert. Ja. Ich komme zu da noch besser durch. Die fahren sich wirklich vom Modell zu Modell wirklich anders, ja. Also. So, hier müssen wir rückwärts reinpacken. Und da haben wir unsere Goldmedaille jetzt auch bekommen. So sieht das Ganze dann dementsprechend aus. So, jetzt kommen wir mal zu dem neuen Bus hier, den ich jetzt freigeschaltet habe. Normalerweise hätte man jetzt dafür bezahlen müssen, aber wenn ihr die Mission natürlich so Stück für Stück freischaltet, dann spart ihr euch euer Geld dafür. Gehört davon und zwei Achsen gelegt, alles klar. Genau, solche rum. Drehen hier. Das ist ja fies.
Gott. Gut, machen wir nochmal. Das war jetzt ein bisschen unspektakulär jetzt. Manchmal musst du auch erstmal wissen, wie du fahren musst. Jetzt hier das machen soll hier. Ja, wo kommst du denn anders? Und so haben wir jetzt, oh Gott, zu Silber geschafft. Das ging jetzt voll ins, ja. Wie gesagt, jetzt ist natürlich der Reiz, das Ganze jetzt wirklich weiter auszubessern. Viel ist halt, dass die Fahrzeuge hier echt immer unterschiedlich fahren. Also sie fahren nicht immer hier lang. Ja. Dementsprechend kann, wie gesagt, diese Fahrt schon wieder ganz anders werden. So, er steht uns jetzt hier nämlich schön jetzt hier drin. Und dementsprechend können wir hier eigentlich nichts mehr machen, weil wir nicht mehr um die Ecke kommen. Also auch hier, ne, gibt es natürlich dementsprechend fiese Stellen, wenn die euch dann natürlich dann auch noch die Tür zu machen. Und die flippt wieder aus hier bei uns auf der Baustelle. Egal, weil irgendwie müssen wir mal gucken, was wir hier mit diesem Bogen machen können. Da kommt es hier nicht rum. Also ohne rückwärts fahren klappt das hier absolut überhaupt nicht. So, aber immerhin, da haben wir die Goldmedaille jetzt auch noch bekommen. Ja, und so fahrt ihr. Das praktisch jetzt immer und immer wieder. Muss auch dazu sagen, keine Mission war irgendwie genauso wie die andere. Also die sind halt wirklich sehr, sehr abgewechselt hier. Ne? Also ihr werdet halt nicht den Drang verspüren, dass ihr diese Mission schon mal gefahren seid halt. Ne? Und da haben wir die Goldmedaille. Ja, und so funktioniert das ganze Spiel mit dem City Bus Driving Simulator auf der Nintendo Switch. Sollte halt wirklich nur wirklich ein kleiner Einblick sein, was ihr hier erwarten könnt, wenn ihr euch dieses Spiel unbedingt zulegen möchtet. Natürlich haben die Bilder ja alles verraten. Alles Weitere packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung mit rein. Da könnt ihr gerne mal selber mal vorbeischauen. Vielleicht besitzt ihr die Nintendo Switch und habt ein bisschen Kleingeld übrig. Dann, ja, denke mal, macht das schon irgendwo Spaß, sich mal irgendwann mal einfach mal so hinzusetzen auf dem Klo oder sowas, ja, auf dem Pott und dann einfach mal da schnell ein, zwei Missionen zu gehen. Und dann werdet ihr, spätestens dann werdet ihr diese Gefühle, ach komm, eine Runde geht noch. Eine Runde geht noch. Und das
das haben die hier verdammt gut verpackt. Wie gesagt, so vom Aussehen, von der Technik her, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ganz gut gelungen, dafür, dass es die Nintendo Switch ist. Aber soundtechnisch natürlich absolut grottig, ja. Also da müssen wir, da sind wir uns alle einig hier, dass der Ton absolut überhaupt nicht geht. Im Allgemeinen würde ich ganz ehrlich, ja, ich würde dem Spiel eine 3 von 6 geben. Das ist ein gutes Ding. Das letzte Spiel, was wir auf der Nintendo Switch gespielt hatten, das war nicht mal 1 von 6 wert, ja. Also... Ja, also von daher, ja, kann man hier auf jeden Fall, man könnte Spaß haben. Vielleicht wartet man aber hier am besten, bis das Ding irgendwann mal so im Sale ist. Manchmal werden diese Spiele im E-Shop dann für 99 Cent verramscht oder sowas. Dann, denke ich mal, macht man hier dann nichts mehr falsch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann zum nächsten Part wieder, wenn, ja, mal wieder was Neues für den Nintendo Switch hier rauskommt. Dann werden wir uns mal ein Testvideo hier mal dann wieder mal drehen. Und ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten und mir mal berichten, ja, was ihr davon so haltet. Bin ich gespannt drauf. Bis dann. Tschüss.